sofort morgen, sagte der kleine Tiger. Aber die gelbe Tiger-Riester-Rente nehmen wir mit. Am nächsten Morgen also hinterzogen die beiden los. Ja, das dauert ein bisschen, bis er hinten angekommen ist. Auf dem Rechtsweg kommt ihr nicht weiter, sagte der Pleitegeier. Ihr müsst die krumme Tour nehmen. Das ist gut, wenn man einen Geierberater hat, sagte der kleine Tiger. Dann braucht man sich vor nichts zu fürchten. Kurz darauf kamen sie auf das weite Feld der Finanzpolitik und sie trafen einen Ackermann. Der Ackermann ritt auf einem Geldesel. Na ja, so gut war der jetzt auch nicht. Sie kamen in den Paragraphendschungel. Der war so voller Firmenverflechtungen, dass sie kaum vorankam. Dort trafen sie auf den roten Bausparfuchs. Oh Bär, das war wirklich gut, dass wir nach Panama gegangen sind. Da brauchen wir uns nicht mehr vor der Steuerfahndung zu fürchten. Denn weil wir nichts mehr haben, müssen wir nie, nie wieder irgendwas weggeben. Das ist spitzophänal. Das Leben ist unheimlich und schön, sagte der kleine Bär. Wenn man die richtigen Freunde hat, ist Panama überall. Und damit hatte er verdammt ziemlich recht. Alle da so aus wie ihr. Ja, die sehen so aus wie wir. Sollen wir dir ein Lied beibringen? Warum sollte ich mit euch singen? Wir kennen Lied mit einem schönen Chor. Dann singt es mir bitte einmal vor. Der Baseball-Pimp fängt an. Hält er nicht für ein Psychopath. Doch warum dann die Schlaftablette, Merkel? Hm? Na gut, sie hat 4 Jahre mit der FDP koaliert. Da liegt Herr auf Verdacht. Mal ganz ehrlich, ich verstehe diesen ganzen, wie auch wie ihr euch aufregt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich ganz ehrlich sagen darf, ich finde es nicht so schlimm mit der NSA. Was die du? Ich bin sogar froh über die NSA. Oh, hör auf! Liest wenigstens immer alle mal E-Mails. NSA, mit freundlichen Grüßen, das setzt sich uns zu Füßen und wir kennen euch, denn es kennt euch, Datenschutz in Schall und Rauch, für jeden Fall stellen wir Fallen auf. BND, mit freundlichen Grüßen, du denkst, dass wir dich schützen, doch wir scannen auf deinen Chatverlauf, Datenschutz in Schall und Rauch. Auch bei dir haben wir Trojaner drauf. Auf dem Arbeitsamt, welche Überraschung. Also gut, bitte, dann füllen wir zuerst mal das Formular aus. Name bitte. Benedikt der 16. Hey Kollegen, ist ja wirklich sehr lustig, haha. Immer kriege ich die schwer vermittelbaren reingereicht. Das ist wirklich vielen, vielen Dank. Könnt ihr mir noch einen Kaffee schlürfen, während ich die Arbeit mit den Deppen habe? Also, doch wirklich. Ein bisschen mehr Respekt. Ja, ist ein guter 16er, bitte. Ja, jetzt, aber hören Sie mal, ich habe nur den ganzen Tag. Haben Sie irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Nun, ich spreche fließend 3 Fremdsprachen. Fremdsprachen? Ja, welche denn? Sehr gut. Altgriechisch, Latein und Aramäisch. Ja, die kann man ja wirklich gut brauchen. Ja, können Sie vielleicht da zusätzlich noch irgendwas Praktisches? Ja, ich kann hervorragend Auto fahren. Ah. Hinten. Ja, ich sag mal so, was können Sie sich denn vorstellen, jetzt zu machen? Weiß nicht, vielleicht irgendwas mit Kindern oder so. Ah. Keine gute Idee.
alles raus. Benni, alte sächsische Kapelle. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ich glaube, ich hab's. Also wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Schauen Sie her. Jetzt wird hier in Pfaffenhofen die nächste Moschee frei. Also am Ende 72 Jungfrauen. Ja, ne? So ein Wetter, mehr als bei uns. Gnädige Frau, das Top, ist das jetzt von, ist das Gucci oder Versace? Versace? Und wieso sagt er Kick? Aber es ist trotzdem ganz wunderbar. Nee, man sieht also wunderbar. Also auch hier, das ist also von ihm auch sehr hervorragend. Hier ein blaues Hemd und Jeans, das ist hervorragend. Das ist Avantgarde. Das hat man noch nie gesehen. Das ist gewagt, ganz wunderbar. Und der lässig geöffnete Hosenschlitz. Fantastisch. Ja, der zeugt von Größe und Weitläufigkeit. Ich steh auf den neuesten Fashion-Hit, voll der krasse Shit. Die Modefarbe heißt Blutrosa, rote Muster so smart. Jede Jeans müsste sein, Monika. Es ist ja ganz egal, ob du pur bist oder rich, ob du viel hast oder wenig Cash. Egal ob C und A oder Abercrombie und Fitch, am Ende tragen alle Bangla und Dash, hey, bin ich Jeans, die sind der Hammer. Mit denen bin ich wirklich immer gut schick. Ja, die geben mir nen Kick. Die sind der letzte Schrei. Ja, die sind immer gut schick. Ja, fast a bang a bang. Respekt! Ja, fast a bang a bang. Respekt!